Kalifornien. Nirgends sind die Tuner so verrückt wie rund um L.A. Motorraddesigner Ola Stenegard weiß, wo hier die schärfsten Bikes entstehen. Welcome to Los Angeles, sagt Bürgermeister Gadgetti und schickt uns einen schönen Gruß für eine Parking Violation. Wir haben über Nacht das Motorrad, eine BMW S1000R, auf dem Gehweg geparkt. Das kostet satte $68. Das soll aber das letzte etwas unangenehme Erlebnis hier sein. Wir sind 4 Tage lang auf einem Roadtrip unterwegs. Neben mir ist das vor allem Ola Stenegard, der aus meiner Sicht begnadete Designer von Ola. Wo fahren wir jetzt als erstes hin? Ich habe gedacht, wir fangen dort an, wo ich immer anfange, wenn ich in Los Angeles bin. Und dann, das ist beim Roland Sands. Roland Sands, der weltberühmte Customizer. Dann ist es ja umso besser, dass wir auch noch eine R90 dabei haben. Um die hat sich der auch schon gekümmert. Los geht's von Hollywood aus Richtung Süden. Ola Stenegard hat einst in Kalifornien Design studiert. Immer wieder kehrt er hierher zurück und holt sich in den Straßen von L.A. jede Menge Inspiration. Seit 2002 erregt der Schwede ständig Aufsehen. Etwa 2015 mit seinem Showbike BMW R5 Hommage im Stil der 30er Jahre. Doch er kann auch anders. Der futuristische Supersportler S1000RR stammt ebenso aus Olas Feder wie die Nostalgie-Ikone R9T. Mit ihr setzt sich Stenegard 2013 selbst ein Denkmal. Er zitiert gekonnt alte BMW-Modelle und bringt so die aktuelle Retrowelle ins Rollen. Zu Beginn unseres Roadtrips führt uns Ola eine Stunde südlich von Hollywood nach Los Alamitos. Denn sofort zieht es ihn zu seinem Kumpel Roland Sands, den weltberühmten Designer und Customizer. Ola freut sich auf Sands. Mit ihm zusammen hat er die so erfolgreiche Optik der R9T entwickelt. Die beiden sehen sich regelmäßig. Ex-Rennfahrer und Designer Sands ist weltbekannt als Customizer und für sein hochwertiges Zubehör. Am nostalgischen Design der R9T war Sands ebenso beteiligt wie am uramerikanischen Flacheisen Concept 101 und vielen weiteren Showbikes aller Marken. Für seinen Kumpel und Kunden Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers baute Sands eine rattenscharfe Harley um. Ein sündhaft teures Unikat, mit dem der berühmte Rocksänger seither begeistert durch Kalifornien cruist. Roland bewundert Olas visionäres Motorraddesign. Ola ist super offen. Er sieht die Dinge lang vor allen anderen. Er ist in jeder Hinsicht ein Visionär. Aber er passt die Ideen auch der Gegenwart an, macht sie für viele attraktiv. Ola ist seiner Zeit einfach voraus und kennt die heutige Szene ganz genau. Sein Design passt er all dem an. Roland überrascht seinen Kumpel mit der R9T Classic, einem mega heißen Custom Bike. Das ist die schnellste 90, die ich kenne. Wirklich? Ja, wirklich. Die fährt sich phänomenal. Sogar schneller als die Concept 90? Ja, viel schneller als die Concept 90. Sie hebt das Vorderrad wie keine andere. Sie macht einfach... Wohl auch, weil sie leichter ist. Ola ist beeindruckt. Mit der R90 Classic im Vorkriegsstil versetzt Roland das gemeinsame Baby, die R90, noch weiter in die Vergangenheit. Kalifornien. Nichts ist hier unmöglich. Daneben die exzentrische Caffy Tracker, ebenfalls auf Basis der R9T. Die R90 ist leicht umzubauen und das sollte sie von vornherein auch sein. Es ist cool, dass wir ein Teil davon sein dürfen, ob mit unserer Concept 90 oder mit unseren neuen Custom Bikes. Wir tauchen sozusagen ein in das, was man aus der R90 so alles zaubern kann. Wir verändern viel, lassen aber auch vieles, wie es ist. Sehr aufregend. Jedes Bike, das daraus entsteht, ist völlig neu.
Motorräder von der Stange verwandelt Roland Sands in schrille Einzelstücke. Im Showroom findet man auch weltweit begehrtes Hochglanzzubehör für die R90. Immer wieder mischt der Designer bei neuen BMW-Modellen kräftig mit. Zuletzt kreierte er das Showbike-Konzept 101, aus dem später BMWs flacher Bagger K1600B entstand. Auch von der orangen Concept 90 war Ola begeistert. Der Design muss passen, Performance muss passen. Das ist ein Gesamtpaket, alles muss passen, aber Design ist mega wichtig, auch wenn man nicht in erster Hand darauf denkt, aber mega wichtig. Die meisten sind ja von Kalifornien, die meisten fangen hier an. Überall, wo man rumfährt, da sieht man die Spuren von Custom Culture. Das ist alt, das ist 30er, 40er, 50er Jahre und das lebt auch heute. Das spürt man wirklich in sein Herz, wenn man hier rumfährt und Leute besucht und Plätze besucht. Downtown L.A., das Künstlerviertel Arts District nahe der 6th Street, sprüht vor Kreativität. Local Hero Magnus Walker ist weltbekannt als Porsche-Punk, Petrolhead und Modezar. Er liebt das hippe Viertel am zementierten Los Angeles River und er drückt fürs Leben gern aufs Pedal. Let's get out and drive, pedal to the metal. 277 ist Magnus' Lieblings-Porsche. Mit Dreadlocks und wehendem Rauschebart bohrt er durch die Straßen von L.A., über seine Hausstrecke Angeles Crest Highway oder durch die Wüsten dieser Welt. Hauptsache, im Heck röchelt heiser ein potenter Boxer und die Performance stimmt. Wie Roland Sands lebt auch der Porsche-Punk den kalifornischen Spirit. L.A. ist perfekt, wenn du ein begeisterter Fahrer bist und immer das tust, was dir gefällt. Porsche Punk meets Custom Culture. Ola Stenegaard lernt Magnus Walker kennen. Mit dabei der wilde Customizer mit Cowboy-Hut Alan Stuhlberg aus Texas. Und Roland Sands, eine bunte Truppe von Petrolheads. Das ist echt der Oberhammer. Wie er alles von his clothing line to the cars, wie er das alles trägt, das sein Stempel und irgendwie kommt das alles von dieser Custom Spirit, das typical California LA Spirit. Weil er ist so durch und durch wirklich mega positiver Typ. Das ist mega inspirierend. Ein Tag bei Magnus spart jeden Selbstfindungskurs. Die Biker hängen gebannt an seinen Lippen und erfahren, wie er sein Modeimperium aufgebaut hat mit berühmten Labels wie Sirius oder Urban Outlaw. Mit seiner ganz eigenen Philosophie. Ich bin kein Typ, der die nächsten 5 oder 10 Jahre plant. Ich mache immer, was mir gerade einfällt. Coolness und Instinkt gehören wohl dazu, wenn man sich ein 2600 Quadratmeter Loft mitten in L.A. erarbeitet. Man sieht es ihm nicht an, aber Walker gehört zu den Reichsten in seiner Hood. Vom Dach aus zeigt Magnus seinen staunenden Gästen die umliegende Innenstadt. Der Automaniac findet sichtlich Gefallen an den Motorrädern. Die Bikes sehen richtig gut aus. Auch Alan Stuhlberg ist so ein positiv Verrückter, einer der vielen jungen, wilden Customizer. Alan gilt als sauberer Handwerker. Dennoch ist er ein Enfant terrible der Szene. Sein Design provoziert. Etwa, wenn er eine Ducati in ein knatschbuntes Beiwagenbike verwandelt. Seine Revival Cycles entstehen in Austin, Texas. Ich mag den Begriff Customizing nicht mehr. Ich kann einfach nicht so lassen, wie es ist. Jeder macht das doch heutzutage irgendwie. Jeder versucht, sich selbst zu verwirklichen beim Auto, beim Motorrad, überall. Ich customize meine Klamotten, meinen Hut und sogar meine Boots, einfach alles. Ich finde, jeder sollte sich selbst verwirklichen. Das muss man unterstützen, egal was. Auch Alan Stuhlberg schätzt Ola Stenegaard als BMW-Designer sehr, obwohl der sich im Großunternehmen in einer anderen Welt bewegt.
Ola verkörpert für mich diese großartige Mischung aus cleanem, europäischem, schwedischem und deutschem Design. Und er ist fasziniert von der schmutzigen amerikanischen Customizing-Kultur. Wir sind uns ähnlich. Ich komme genau von eben dieser amerikanischen, schmutzigeren Custom-Culture und ich bin fasziniert von cleanem, europäischem Design. Sehr simplem, puristischem Design. Obwohl Ola und ich also aus völlig verschiedenen Richtungen kommen, treffen wir uns in der Mitte. Und so sind wir uns sehr ähnlich. Doch jetzt genug philosophiert. Madness will die Bikes endlich in Action sehen. Das lassen sich die Motorradfreaks nicht zweimal sagen. Im Nu hängt beißender Reifenqualm in der Luft. Die Performance riecht und die Stimmung steigt, besonders bei Roland und Alan. Hey, you want to make motorcycles great again? Yeah. I think we should do that. Yeah. Grab American the pussy. Grab motorcycles by the pussy. Magnus ist von all dem beeindruckt. Ich mag dieses puristische Design. Da steckt viel Liebe zum Detail drin. Und ich liebe, was Roland draus gemacht hat. So vieles hat er in sein neues Design integriert. Ich kann sehen, wie aus dem Serienbike das Custom-Bike entstanden ist. Wir teilen alle dieselbe Leidenschaft, die für Design und Selbstverwirklichung und unsere Ideen aus dem Kopf heraus zu entwickeln, ob auf zwei oder auf vier Rädern. Es war großartig, mit den Jungs herumzuhängen und den kennenzulernen, der dieses Bike designt hat. Und natürlich Roland Sands zu treffen, der daraus sein eigenes Bike entwickelt hat. Das war wirklich einzigartig. Ola und Roland haben Spektakuläres geleistet.